Josef erfuhr, dass Maria ein Kind erwartete, war er besorgt. Er war ein guter Mann und wollte keine öffentlichen Schanden über Maria bringen. So beschloss er, die Verlobung im Stillen aufzulösen. Dann hatte Josef einen Traum, in dem ein Engel des Herrn zu ihm sprach: Löse die Verlobung nicht auf, sagte er zu Josef. Maria hat nichts Falsches getan. Sie wurde auserwählt, die Mutter von Gottes Sohn zu sein, und ihr werdet das Kind Jesus nennen. Er wird die Welt von ihren Sünden befreien. Als Josef aufwachte, wusste er, was zu tun war. Er würde Maria heiraten und sich um das Kind sorgen, wie der Engel ihm aufgetragen hat.